So, da ist er wieder. Ach, das sind die Bestien, oder was? Das wird ja nur noch besser hier gerade. Ich kämpfe erst gegen das Monster. Wenn man mich nicht mehr benebelt macht, bekommt. Sehr friedlich. Es gibt also auch friedliche Monster. Interessant. Was zum Zerstören und dort. Thank you.
Oh, da, ach, egal, brauche ich nicht. Zum Zerstören, nur dort. Keine Sorge. Ich habe fast die 300.000 Credits. Nice, nice. Da lang, okay. Komm mal her, du komischer Lord. Frisch. Das ist liebesgewürzig, das keine Ahnung. Ich muss mal ganz kurz gucken, Mikro ist an. Sehr gut. Kreuz Hannover und Förster, ruft die Nachhut zurück. Der Feind beißt an. Da. Oh, was war das denn? Erfordert Schild. Hab ich nicht, ich hab nur Fokus. Keine Sorge.
ich jetzt ernsthaft, warum steht da ein Sith? Warum stehen da drei? Alter, was? Alter, was? Das ist doch jetzt nicht euer Ernst, oder? Muss ich gegen das Viech kämpfen? Ich hoffe mal nicht. Da hinten ist das letzte Terminal. Kann man hier? Ja, kann man. Alter, was ist das denn für ein Viech? Das ist raus! Hätte ich vielleicht doch vorher gegen die Sith kämpfen sollen? Ach du Heimatland! Keine Sorge. Falls der ihn wegbaut, sehe ich dich gerade zu den Sith. Ja? Wenn wir die Urner mitmischen, dann bin ich über Zeit down. Baut sie nämlich weg. Das ist bei den großen Mobs ja, Standard schon. Aber bis jetzt immer recht gut dabei, muss ich sagen. Hin. Hat er die runtergebounced? Alter! Alter! Kann ich die nicht wieder rufen? Nee, scheiße. Alter. Zum Glück heilt mich der Druide hier noch. Aber der hält auch nicht mehr lange aus. Jetzt kann ich ab und zu die Lichtschwertwurftechnik nutzen. Also.
shit, ey! Das kriegt man noch hin, der ist doch gleich down. Schnell stirbt niemand. Ah, jetzt kann ich das auf immer einsetzen? Nee, will ich aber nicht. Aber die hier will ich haben. Kira, was hast du für welche? 379, 14 Beherrschung, 15 Ausdauer. Ach, was hatte ich denn für Billo-Schuhe die ganze Zeit an? Boss aufgenommen, ja, dann haben wir ja wohl die Fassade geklatscht. Wenn ich natürlich auch die richtigen Tasten drücken würde. Oh, holy shit, ey, das war mal ein fetter Bossfight. Aber wir haben alle Bonusmissionen mit abgeschlossen. Nice. So muss es sein, so muss es sein, so muss es sein. Und es ist noch ein weiter Weg bis dahin. Dafür wird der Imperator mich zum Darf machen. Ja. Ich wäre eher dafür, dass du mich stirbst. Taufrisch. Macht es mir nur nicht zu leicht, ja? Warum kämpfst du eigentlich gegen den? Ach, weil der sich unsichtbar macht, der Hund. Ihr seid den ganzen Weg hierher gekommen, nur um zu sterben. Wie erbärmlich. Wer ist hier denn der stirbt, hä? Spürt die dunkle Seite. Nein, das ist unmöglich. Was? Ich hatte eine Bestimmung. Warte mal. Das ist besser als meins tatsächlich. Äh.
Das ist nur was zum Healen. Gut, das brauchen wir nicht. Lockt die feindliche Flotte in den Maelstrom. Gewinnt etwas mehr Zeit für unsere Freunde. Natürlich muss der sich einmischen. Oh, warte mal, der kann ihn wegbauen. So, bevor ich da runterfalle. Oh ne, jetzt kommt der da hinten auch noch auf uns zu. Hat mal wieder alles gedauert. Ja, ich bin ja immer noch nicht falsch mit dem Story-Modus. Auf der Station? Ich bin immer noch. Nee, ich bin immer noch in der Story. Also. Ja, mit dem Jedi-Gefangenen. Das ist so ein Flashpoint wahrscheinlich. Naja, Flashpoint und Story-Modus ist das. Also der Mount ist schon wieder weg. So. Stirbt niemand. Otek hat überlebt. Natürlich durch Feigheit. Jetzt seid ihr ganz allein. Oh. Es wird nicht viel übrig sein, wenn er mit euch fertig ist. Schade. Ich sammle so gern Trophäen. Was ist denn das so? Flashpoint-Ausgang. Oh, ich hab's fast geschafft. Gehört, Alter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 Lichtschwerter wurden durcheinander gesäbelt. Holy! Trotzdem nicht auf.
Schwertfeuer ab, wenn ich jetzt 30 spiele mit Level 34. Also, die halten hier schon ein bisschen mehr aus als das Zeug auf Marshall. Beherrschung 37, Ausdauer 23, Beherrschung 35, Ausdauer 30, nee, du wählst das an. Oh nö, das sind schon wieder drei so eine Riesenviecher. Lass mich raten, ich muss bei denen lang, wo zwei stehen. Wow. Das ist umsonst. Ich hoffe nur, dass der dritte nicht dazu kommt. Natürlich kommt er direkt zu uns. Also, 2 macht 3. Hast du eigentlich verkackt, wenn du kurz oder respawnst? Warte mal ganz kurz. So, erster Druid ist down. Oh, der andere ist weggegangen. Cool. Mann, hör doch mal nicht. Bounce. Er ist auch down. So, was war mit verkacken? Wenn du tot bist, vorbei oder wirst du wiederbelebt? Nö, du wirst hier wiederbelebt. Du startest dann wieder am Anfang des Flashpoints. Aber hier spawnt nichts nach. So, Flashpoint, Ausgang, Malstrom, Gefängnis. Und dann habe ich Story und Story. Ich muss dann einen Planeten betreten.
auf dem ich gerade lande, ernsthaft. Oh nee. Das habe ich mir gerade noch vor oder vor noch. So viel Ärger wegen eines republikanischen Agenten. Man kann es kaum glauben. Mein Lord, ich verspreche euch, dieses Ärgernis zu beseitigen. Diese peinliche Farce endet hier. Den Gefangenen des Imperators zu finden, ist momentan euer einziges Ziel. Kümmert euch später um dieses Ärgernis. Ich verschiebe meine Aufgaben nicht gern, mein Lord. Ich werde beide Ziele erreichen. Ihr habt alles aufs Spiel gesetzt, um diesen Mann festzuhalten. Wieso? Wer ist er? Ihr wisst noch nicht einmal, wieso ihr hier seid. Faszinierend. Das nenne ich Patriotismus. Bewundernswert, aber ihr sollt lieber unwissend sterben. Das Imperium grüßt euch, Groß Moff Killrun. Ich werde euch nun allein lassen, damit ihr eure Ehre zurückerlangen könnt. Ruhm dem Imperium! Meine Ehre wird nicht befleckt werden! Alter, wie viele kommen denn hier auf einmal? Holy! Unterschätzt meine Ressourcen! Wo ist er denn jetzt hin? Da oben ist der Feigling. Schießt auf meinen Befehl! Der ist schon mal es down. Gab noch so vieles zu erobern. Oh. So schnell stirbt niemand. Nee, hier geht meine Angriffskraft für. Ne. So, benutze das Astra Valla Maladingsbomb. Wo bin... Was ist geschehen?
spüre. Nein. Nein. Was habt ihr getan? Nun hält ihn nichts mehr. Wenn ich euch zurücklasse, kann ich euch nicht retten. Die Republik braucht eure Hilfe, um das Imperium zu besiegen. Die Macht ist stark in euch. So stark habe ich sie schon lange nicht mehr gespürt. Und da ist noch jemand. Eure Stärke verlässt euch. Ihr müsst frei sein, sonst ist alles verloren. Ihr solltet eins sein mit der Macht. Endlich Frieden finden. Es gibt keinen Frieden, solange ihr leidet. Der Imperator ertränkt euch in dunklen Wassern. Er will, dass ich wieder Darth Revan werde. Ihm diene, wie ich es vor Jahrhunderten tat. Ihr habt dem Imperator gedient? Seid ihr da nicht ein Sith? Als ich der dunklen Seite verfiel, wurde ich seine Marionette. Er schickte mich, um die Republik zu verletzen. Die Jedi vernichteten mich. Dann bauten sie mich wieder auf. Ich führte meine Verbündeten bis zum Rand der Galaxis, um den Imperator zu vernichten. Doch wir verstanden seine wahre Macht nicht. Ich habe alle verloren. Aus unseren eigenen Reihen wurden wir verraten. Der Imperator sperrte mich ein, hielt mich mit Sith-Alchemie am Leben, benutzte mich. Ihr seid nicht der Einzige, der viel länger lebt als normal. Wie alt ist der Imperator? Wie kann er überleben? Er hat Jahrtausende vorbeiziehen sehen. Sein Lebenswille überwindet das Alter, die Krankheit, selbst den Tod. Der Imperator benutzte mich als Verbindung zur hellen Seite der Macht und zum Jedi-Orden. Durch mich hatte er Visionen. Doch diese Verbindung verlieh auch mir Einfluss. Ich überzeugte den Imperator, dass der Frieden in seinem Interesse lag. Ich zügelte seinen Hass. Der Frieden ist verloren. Der Imperator beginnt seinen letzten Krieg. Haltet ihn auf! Verlasst diesen Ort, solange ihr noch könnt. Nutzt die Schiffe des Feindes. Danke, meine alte Freundin. Ich werde zu Ende bringen, was wir begannen. What the fuck? Holy shit, ey. Alter, was hab ich denn hier für den Loot bekommen? Ich bin gleich da für dich. Ja, alles gut. Zu viele Geschenke. Sammeltresorkiste. Was sind das hier? 25.000 Credits. Das sind 100.000 Credits, wenn ich das verticke. Hier ist XP. Und 25%. Auf Klamotten und Rüstung. Holy crap. Ach, du ahnst es nicht, ey. Beherrschung 1, Ausdauer 20, 6, Verteidigung. Beherrschung 44, Ausdauer 44, Verteidigung 33. Jetzt haben wir es wieder Partnerlook? Fast. 39 Beherrschung, 45 Ausdauer. Alter, das hier ist halt bei weitem besser, Kira. Nimm das. So, jetzt, was magst du denn? Ich höre wieder alles. Wo
Was möchtest du denn, Darko? Was? Du wolltest doch irgendwas. Einfach nur fragen, wie lange du dir das vielleicht. Ich bin gerade beim Ausgang. Ich meine, wie du insgesamt, wie lange du dafür gebraucht hast. Ungefähr. Drücken wir mal das hier. 2 Stunden ungefähr? Minimum? Da kommen mehr als 1000 Gegner, wenn gefühlt. Also die erste Nebenquest sind ja schon alleine, besiege 100 Gegner. Dann besiege 30 Monster. Besiege dies und. Ach, leck mich am Arsch, ey, das war einfach nur zu viel. Aber ich bin fertig, ich kann nach Taris zurückkommen. Fliege nach Taral 5 und schließe den Flashpoint ab. Wo ist Taral 5? Muss ich jetzt ernsthaft noch zu dem Planeten? Laboram Amga. Mamni Nikal. Hä? Warte mal. Die Gefangene? Ach, jetzt muss ich bestimmt noch mit dem Yoda-Verschnitt quatschen. Aber boah, es hat sich gelohnt, muss ich sagen. Also gute Rüstung. Ja. Besprechung. Brücke. Hä? Ich bin gerade ein bisschen neben der Spur. Das beende komplett. Erstmal verkaufe ich die Sachen hier. Melden Sie Ihre Beschwerden. Und hier das da mit dem Geld. So. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Aufzug zur Flotte, Brücke. Besprechungsraum ist gesperrt. Fliegt nach Taral 5. Ich muss den Planeten. Ich komme erstmal nach Taris, wenn du noch da bist. Ich bin die ganze Zeit da. Gut, wo war jetzt das, wo ich hin muss? Da hinten. Telos Kommandodeck in Interflottentransporter Merialkomplex Startdeck. Ich glaube, da zum Flottentransporter muss ich. Und dann muss ich da wieder hin, um zum Gefangenen da weiterzumachen. Erstmal möchte ich. Bitte wählen Sie eine verfügbare Reiseroute. Da. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Mission 2 Level gemacht. Hat sich gelohnt. Vor allem der hele Bosskampf mit dem Riesenviech. Der Kira in irgendein Loch geschubst hat, nochmal so tot. Das war ein bisschen lustig. Dann später hin. Ich muss jetzt die Ritter ist da hinten. Das Soldat. Weißt du denn eigentlich, wie das hieß, was du da gemacht hast? Taral 5 heißt das einfach nur. Okay. Und die Quest heißt dann der Jedi-Gefangene. So, hier ist mein Raumischiff. Ja.
Das Raumschiff startet und landet lame. Wie kann man das überspringen? Mit Leertaste? Ja, mit Leertaste. Ah, ganz normal. Ihr Schiff ist intakt. Nicht aus Androide, sonst zerschrott ich dich. Taris. Dahin. Zum Planeten, der bis Level 20 ist. Du machst ja alle One-Hit. General, Dr. Godera ist auf dem Weg zu euch. Ich mag mir gar nicht vorstellen, was das Imperium mit ihm angestellt hätte, wenn ihr nicht eingeschritten wärt. Ich habe auch gehört, dass ihr eine Siedlung der Republik vor einem Sith-Attentäter bewahrt habt. Diese Kolonisten hatten Glück, dass ihr in der Nähe wart. Was hat euch überhaupt dorthin geführt? Der imperiale Spionagemeister hat mir verraten, was der Sith vorhatte. Die Feinde sind sich uneins. Wie interessant. Hoffentlich passiert das jetzt öfter. Eure Arbeit hier ist getan, aber damit ist es noch nicht vorbei. Ach du Heimat, ich kann mir schon wieder ein Lichtschwert aussuchen. Des Züchtigers, fleckiges Lichtschwert des Bollwerks. Ist egal, die verkaufe ich eh. Ich will jetzt hier raus. Los. Falscher Raum. Zeit fliegt nach Taris. Leider direkt dahin. Jupp, ich komme da auch hin. Sie. Ihnen stehen folgende Routen zur Verfügung. Killer, komm, wir kümmern uns dann noch um den Weltenboss. Du lenkst die Aufmerksamkeit auf dich. Ich prügel auf ihn ein. Wenn du stirbst, renne ich weg. Wenn du wieder da bist, lenkst du die Aufmerksamkeit wieder auf dich. Ich prügel auf ihn ein. Theoretisch könnte ich sagen, genau andersrum, weil du zurzeit so schwärmst von der besseren Rüstung. Also. Ja, und nur weil ich eine bessere Rüstung habe, heißt es nicht, dass ich der Lockvogel bin, da. Du bist sonst Nein, du bist der Tank. Du bist sonst immer der Feigling. Also kannst du dieses Mal drauf gehen. Wundert mich sowieso, dass du keinen Charakter mit einem Blastergewehr hast.
Und du bist ja sonst immer der, der ganz weit weg steht und ballert. Weil ich gut aimen kann. Moin, Alki, ich bin hinter dir. Oh. Glaube ich, dass du das warst. Ich bin aber in eine andere Richtung geflogen. Ich flieg da ganz runter gerade zum Rex-Flugaußenposten. Dann gehe ich eben um die Wand rum und dann bin ich schon da. Also, ja, ich bin im Tullianischen Sumpf in Unternehmen gelandet. Denke ich eigentlich, das ist so weniger egal. Marschada. Ist aber, nicht von euch dazugekommen. Aber ich muss dann erstmal sowieso woanders hin. Ich muss dann auch die Story-Quest fertig machen. Ja, ich habe hier noch Quests. Ich habe so viele Quests noch gefunden, die ich übersehen habe. Na dann, viel Spaß. Naja. Ich warte vor dem Eingang. Tja, ich bin schon lange drin. Und ich werde falsche auch Richtung. Falsche Richtung. Ich dachte, du wärst schon längst drin. Ja, ich bin trotzdem wieder geradeaus geflogen anstatt links rum. Na, Kira, bist du immer noch nicht bei mir, immer noch am Kämpfen oder was? Mann. Falls du draußen mein Padawan siehst, der richtig schöne Grüße aus. Ah, ne, die ist drinnen irgendwo. So wie mir der Schadensbalken anzeigt. Wer als erstes hoch? Mir da. Ja, fliegen! Ich muss sowieso erstmal gucken, wo wir dann hinbouncen müssen. Was war das denn? Überhaupt? Der hat alleine. Warte. Sag mal. Warte nochmal. Hä? Kannst? Der baut mich einfach irgendwo hin. Mach du das mal. Der Tau frisch. Oder? Kannst? Warte, ich muss das mal viel wegfliegen. Aua. Ich sag ja, der baut sich einfach irgendwo hin. Alles normal? Weil ich stand nicht drauf. Kannst? Was machst du denn? Ja, auf einen ganz bestimmten Punkt. Ganz. Toll, jetzt bin ich die Ebene oben. So, normal. Ich muss auf diesem komischen Rohr stehen.
Dann das vordere eben. Ach so, du willst entweder auf das vordere oder das hintere dicke Rohr, kann das sein? Yep. Nein, nein, nein! Fast! Ah. Aber warte mal. Welches Rohr muss ich denn überhaupt? Ich nehme dann lieber das vordere Rohr. Das bedeutet, ich muss mich so hinstellen. Kannst. Warte, mein Alter hier steht im Weg. Und deine rennt hier einfach irgendwo rum. Juhu, ich stehe hier drauf. Ich kann dir das auch gleich erklären. Wo, ja, wie, bitte. Was. Ich kenne meine Sprungkünste, das geht eh schief. Ja. Okay, dann erklär mal. Du stellst dich da drauf. Ja. Suchst dir erstmal eine Richtung raus, welches Rohr, es gibt ja zwei Auswahl. Ja, ich nehme das, das vordere. Da, wo du auch drauf gelandet bist. Genau, dann musst du dahin, wo du fliegen willst, mit dem Rücken zustehen. Ach so. Weil der so eine Art Rückwärtsköpfe so macht, ah, wenn man okay. Das will. Und ich kann dich dann einfach schießen und dann ist es einfach so eine Art Glücksspiel. Da hab ich aber jetzt noch. Ich stand mit dem Rücken zum anderen Ding. Okay, dann kann ich das nicht erklären. Kommst du von dem Rohr vielleicht dahin? Ja. Okay. Du bist dran. Was ist genau passiert? Kann es sein, dass das einfach noch reine... Oh, warte mal, ich muss die Kira wegschicken, ey. Bis dann. Nervt gerade extrem. Wer wird jetzt hier immer nach vorne gebaut? Da muss es doch eine Physik hintergehen. Kannst du? Nice. Ah, ich hab's. Ich kann dir nicht erklären, dass... Der Edel da unten hat mir gerade geholfen! Matrix-Splitter! Hi, Darko! Ich glaube, wir müssen für den dann auch mal anmachen. Dass der da hochkommt. Wie kann man in den Chat schauen? Sind ja eher alles Deutsche. Kannst du einfach mal fragen, ob der da hin möchte. Keine Sorge. Steht da oben? Ja. Achso, nee, er steht doch. Entschuldigung, er steht nicht drauf. Er steht eine Etage oben. Ach so. Wie heißt er? Warte. Ja, er steht. Du kannst. Er wurde geplumpst. Ich hab's gesehen. Ernst? Gut, da besteht die Physik zum Glück auch nicht. Aber kannst du sehen, so ein sozialer... Jetzt wurde es gar nicht ausgelöst. So ein sozialer Mensch bin ich. Ich helfe selbst den Leuten, die mir helfen. Ja, er hat's. Nice. Wenn er jetzt klug ist und nicht runterplumpst wie wir beide. Was wie ich? Spring da runter und dann rüber, genau. Hab ich zum Beispiel nicht gemacht. Das ist aber sicherer. Es war aber trotzdem recht knapp. Wo geht's denn raus? Holocons
von Taris. Nice. Woher wusstest du eigentlich, dass es 5 sind? Ich habe im Inneren nachgeguckt. Hätte mich halt auch mit 4 zufrieden gegeben, glaube ich. Die Magensplitter sind aber gut für den Jedi-Tempel. Nein, ich meine einfach von der Anzahl her. Ich wäre gar nicht davon ausgegangen, dass es hier 5 gibt. Ja, okay, das eine Ding ist aber auch wirklich gut versteckt dort. Und da hatte ich zum Beispiel überhaupt keine einzige Quest angegeben. Doch, da war ich schon mal wegen der Quest drin, aber ich habe diesen Seiteneingang einfach nicht gesehen. Ich war dort überhaupt nicht wegen der Quest drin. Es wundert mich sowieso, ich glaube, dass du generell keine Erkundungsquests hast. Ich weiß nicht warum. Na, weil ich Hüter bin. Was bist du? Wächter. Ne, warte mal, Wächter ist ja. Ritterwächter. Ja, aber. Hüter erhütet die Macht. Der Wächter bewachen den Tempel und die Jedis. Du bist der Denker, ich der Macher. Wer weiß. Nels kann man auch nicht sagen. Keine Ahnung. Wer weiß, ist mir auch Schnuppe. Erinnerung, mechanisierte Reisen sind nur für offizielle Geschäftsangelegenheiten vorgesehen. So, dann mache ich jetzt eine kurze 5 Minuten Pause, lande wieder zum Raumhafen, fliege und bis gleich.